Wir reden über ein Thema, was so ein bisschen immer versteckt wird, aber eigentlich was vollkommen normal Menschliches ist. Und deswegen spreche ich es an, weil es eben immer so hinter versteckter Hand nur besprochen wird, wenn überhaupt. Manche Leute reden auch mit niemandem darüber und haben ganz große Probleme, sei es, weil sie nicht genug auf Toilette können. Das ist in der Regel das Thema, was meistens vorkommt. Und dann gibt es die wiederum, die eher genau das Gegenteil haben. So oder so ist die Verdauung und unser Stuhlgang so ein bisschen ein Ebenbild unserer Gesundheit. Und wir können sehr, sehr viel daraus lesen, wie es uns körperlich geht, wie es unserer Gesundheit geht. Ich habe schon vor längerer Zeit ein Video über das Thema Probiotik, Präbiotik gemacht, Verdauung. Und was wir aus dem Video vor allen Dingen gelernt haben, was ich euch nochmal unten verlinken werde, ist, dass 80% unseres Immunsystems im Darm stattfindet und daher kommt. Das heißt, wenn euer Verdauungssystem, euer Darm nicht ordentlich funktioniert, dann wird euer Immunsystem nicht richtig funktionieren und das hat immens viele Folgen. So viele Folgen, wie die Wissenschaft bis heute noch nicht ganz genau weiß, aber sie sagt auf jeden Fall schlussendlich, dass ganz viele Krankheiten auch mit der Verdauung und einer krankhaften Verdauung zu tun hat. Wir wollen uns heute aber vor allen Dingen dem Thema des Stuhlgangs widmen. Ja, ich habe es gesagt. Es geht um den Stuhlgang. Problem Verstopfung. Was könnte der Grund sein, weshalb man unter Verstopfung leidet? Wenn man spezielle Medikamente nimmt, dann hat das immer Auswirkungen. Nicht nur positiv auf die Gesundheit, sondern manchmal auch negativ. Und viele Leute, die regelmäßig Medikamente nehmen, leiden unter Verstopfung. Ich muss diese Gruppe so ein bisschen vorne wegnehmen, weil diese Fälle müsst ihr dann explizit mit eurem Arzt besprechen. Alle weiteren Menschen, die sich sonst normal verhalten und keine Medikamente nehmen und trotzdem unter Verstopfung leiden, was könnten die Gründe sein? Ein Grund ist auf jeden Fall Stress. Stress sorgt dafür, dass unser Körper sich im Fight- und Flight-Mode befindet und dadurch alles zurückfährt, was nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Und dazu zählt erstmal auch die Verdauung. Deswegen ist in Stresssituationen so, dass unser Verdauungsprozess oft unterbrochen wird und nicht richtig funktioniert und natürlich dann auch kein Stuhlgang passiert. Zweites Thema ist eure Diät, eure Lebensweise, was die Ernährung betrifft. Darauf werde ich später noch genauer eingehen, aber die richtige oder falsche Diät in dem Fall ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, warum es mit dem Stuhlgang nicht funktioniert. Drittes Thema, wie kann es anders sein? Fehlende Bewegung. Und ich rede hier nicht von Muskelgruppen, ich rede hier nicht von wann ihr wie viele Sätze, Wiederholungen, Gewichte draufpacken sollt, sondern Bewegung heißt der ganze Körper in Bewegung, vor allen Dingen kardiomäßig, also Herz-Kreislauf-Bewegungen wie viel zu Fuß unterwegs sein, Fahrrad fahren, vor allen Dingen aber auch keine sitzende Tätigkeiten ausführen, joggen gehen, walken, wandern, all das, wo euer ganzes System in einer natürlichen Bewegungsform sich fortbewegt. Dann ist auch der Schlaf ein Thema, was immer wieder aufkommt, aber das ist nun mal nicht unerheblich, wenn es auch um den Stuhlgang geht, wenn ihr unregelmäßige Schlafrhythmen habt. Ich weiß, vor allen Dingen all diejenigen unter euch, die jetzt in einem Schichtbetrieb arbeiten werden, sagen, super, was soll ich denn da machen? Ihr solltet vor allen Dingen aufpassen, weil ich später noch ein bisschen näher darauf eingehe, was man machen kann, damit der Stuhlgang ein bisschen regelmäßiger wird. Aber der Schlafrhythmus und genügend Schlaf ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Das ewige Thema mit dem Trinken. Aber man kann sich das sehr leicht so vorstellen, wenn ihr Essen in euch hineinführt, dann ist das Essen natürlich trotzdem ein bisschen auch hydriert, also zum Beispiel Früchte und Ähnliches, aber auch ganz normal Tomatensoße hat natürlich auch Wasser enthalten. Aber wenn ihr durch ein Rohr immer mehr feste Nahrung durchschiebt und kein Wasser nachkommt, dann bildet es natürlich irgendwann eine Art Verstopfung. Wir kennen das auch im Klo, wir kennen das auch in unseren Abflüssen und deswegen Hydration ist super wichtig, wenn es um den Stuhlgang geht und ich rede hier vor allen Dingen von Wasser. Natürlich, wir wissen alle, Kaffee und Tee bewirken auch einen gewissen Stuhlgang, aber auch darauf werde ich gleich noch näher zu sprechen kommen. Und der letzte Punkt, der bestimmt etwas neuer ist für viele, ist das Thema Reisen. Also wenn der Körper an andere Stellen der Welt reist und dadurch der ganze Körper so ein bisschen
in Umschwung gerät, ein bisschen durcheinander ist mit den Tageszeiten, mit dem Stress. Das ist so ein bisschen eine kumulierte Form von den oberen Punkten, die ich jetzt gerade schon genannt habe. Auf jeden Fall ist Reisen und immer wieder an neuen Orten sich vorfinden auch ein Thema, was dazu führt, dass viele Leute ausbleibenden Stuhlgang mitbekommen oder einfach der Stuhlgang sich nicht so zeigt, wie er eigentlich da sein sollte. Jetzt habe ich all diese Gründe genannt, weshalb vielleicht dein Stuhlgang nicht richtig funktioniert. Aber wann ist es denn wirklich soweit? Wann muss ich davon ausgehen, dass mein Stuhlgang nicht richtig funktioniert? Muss man jeden Tag aufs Klo, jeden Tag zweimal, alle zwei Tage? Also man sagt in der Regel, dass alle zwei Tage Minimum sollte ein Mensch in der Regel Stuhlgang erleben oder auf Toilette müssen. Das heißt, nicht unbedingt jeden Tag ist notwendig, aber bei vielen ist das so. Das ist dann wirklich ein sehr, sehr regelmäßiger Stuhlgang. Und maximal redet man von so dreimal am Tag. Während man jetzt denkt, oh mein Gott. Aber es gibt durchaus Menschen, die ganz regelmäßig dreimal am Tag Stuhlgang haben. Alles darüber hinausgehend, also wenn man nur alle vier, fünf Tage oder sogar noch weniger auf Toilette geht, in der Weise, dann muss man auf jeden Fall mal seine Lebenssituation, seine Lebensweise überdenken, weil man dann nicht mehr von einem gesunden Stuhlgang sprechen kann. Aber auch wenn du zu den Menschen jetzt gehörst, die regelmäßigen Stuhlgang haben, aber auf der anderen Seite darunter so ein bisschen leiden, weil es irrsinnig lange dauert, weil du gefühlt irrsinnig dolle die Muskeln anspannen musst, damit da auch was passiert oder du sogar Schmerzen erlebst beim Stuhlgang, nach dem Stuhlgang, dann ist natürlich auch das ein Fall, der nicht ganz normal ist. Wir Menschen haben zwar das Klopapier erfunden und alles weitere, um uns zu säubern im unteren Bereich, aber man sagt eigentlich, dass ein gesunder Stuhlgang, ganz einfach gesagt, nicht wirklich viel Klopapier braucht, sondern mit einem Stück Klopapier auskommen kann. Wir alle haben nicht immer so einen Stuhlgang, das ist klar. Aber ein Stuhlgang hat eben eine mittelmäßig harte oder weiche Konsistenz. Es sollte nicht zu hart sein, aber eben auch nicht zu weich, dass es eher in diesen krankhaften Zustand übergeht. Jetzt hast du gemerkt, ja, ich bin so ein Kandidat. Entweder es dauert bei mir sehr, sehr lange oder es funktioniert eigentlich gar nicht richtig. Und ich fühle mich dadurch ganz normal gesagt immer verstopft. Ich fühle mich auch immer aufgebläht und irgendwie unzufrieden, weil das natürlich sich auch körperlich auswirkt. Man immer dieses Füllegefühl hat im unteren Bauch. Und was soll ich denn jetzt per se machen? Was kann ich tun, damit das Ganze ein bisschen besser funktioniert? Wir haben schon über mehr Bewegung gesprochen. Sport mehr zu integrieren ist auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr hilfreiches Tool. Und wenn du jetzt vor allen Dingen Kraftsport viel machst, würde ich dir empfehlen, auch ein bisschen Cardio mit einfließen zu lassen. Ich selber muss sagen, dass Joggen oder schnelles Walken mir sehr, sehr hilft dabei. Ich versuche das auch früh morgens einzubauen, sodass auch der ganze Verdauungsprozess in Schwung kommt. Dann habe ich vorhin schon gesagt, genügend Wasser trinken. Genügend Wasser trinken ist immer individuell gesagt. Man sollte nicht zu viel Wasser trinken, weil das natürlich wieder Mineralien ausspült, aber jeder Mensch sollte so viel Wasser trinken, dass er sich wohlfühlt. Man sagt in der Regel so 1,5 bis 2 Liter ist auf jeden Fall normal. Wenn du sehr viel schwitzt oder sehr viel Sport treibst, könnte es sein, dass du sogar ein bisschen mehr Wasser brauchst. Aber schau auf jeden Fall, dass du genug mit Wasser vor allen Dingen hydriert wirst. Warmes Wasser, finde ich persönlich, hilft auch sehr, dass die Verdauung morgens in Schwung kommt. Wir Menschen trinken ja auch sehr gerne Tee oder Kaffee. Kaffee ist eine Sache, die stimuliert unseren Verdauungsprozess und die Muskulatur um unseren Darm. Deswegen müssen ganz viele Leute, nachdem sie morgens Kaffee konsumiert haben, schnell auf Toilette. Auf der einen Seite ist das natürlich eine Hilfe, auf der anderen Seite sollte man nicht dem Kaffee die Hauptaufgabe geben, dass man auf Toilette kann. Deswegen ein Kaffeebecher am Tag ist sicherlich nicht falsch und nicht schlecht für den Verdauungstrakt, aber darüber hinausgehend würde ich dafür sorgen, dass alle anderen Aspekte auch von der Gesundheit abgedeckt werden, sodass auch ohne Kaffee man rein theoretisch auf Toilette kann. Warum das so ist? Weil Kaffee natürlich auch dazu führt, dass man immer dehydriert wird. Also Kaffee fördert die Entwässerung. Hört sich irgendwie jetzt ein bisschen konträr an, weil ja ich vorher noch gesagt hatte, wir brauchen die Hydration, um auf Toilette zu kommen. Aber sobald man genug hydriert ist, ist Kaffee auf der einen Seite dehydrierend, aber eben auch abführt. Dann reden wir über die richtige Ernährung.
Ballaststoffe, ihr kennt das leidige Thema und man kann es nicht mehr hören. Aber es ist nun mal so, unsere Gesellschaft von heute schafft es meistens nicht mehr, auf genügend Ballaststoffe zu kommen. Frauen sollten zum Beispiel 25 Milligramm Ballaststoffe am Tag essen und die meisten Frauen erreichen das nicht, sondern bleiben so um die 12 Milligramm am Tag. Deswegen schau mal drauf, dass du genügend Ballaststoffe am Tag isst, indem du morgens schon mit einem Frühstück anfängst, was ballaststoffreich ist. Ich habe auf Bodyfood da ein richtig tolles Rezept heute hochgeladen. Unsere Rezepte auf Bodyfood sind sowieso immer sehr ballaststoffreich. Aber heute habe ich einen leckeren Verdauungskuchen-Pudding für euch, der nicht nur schmeckt, sondern eben auch die Verdauung fördert. Das heißt natürlich nicht, dass du so viele Ballaststoffe wie möglich reintust und nur noch schaust, Vollkorn, nur noch Kerne, nur noch Früchte, nur noch Gemüse, sondern das Ganze auch nicht übertreiben. Das Übertreiben von zu viel Ballaststoffen kann nämlich auch dazu führen, dass wieder Verstopfung eintritt. Deswegen sagt man, so circa eine Portion mehr Ballaststoffe in der Woche erhöhen, wenn du irgendwo anfängst, und dann gucken, wie dein Körper allgemein darauf reagiert. Wenn du lange keine Ballaststoffe in der Menge mehr gegessen hast, kommt es nämlich oft zu Blähungen, zum Blähbauch, den wir alle nicht wollen. Deswegen lieber langsam die Schritte erhöhen und auf jeden Fall nicht über 70 Milligramm am Tag Ballaststoffe gehen. Wir sind jetzt bei der Ernährung und da möchte ich nochmal speziell auf das Thema Präbiotik und Probiotik eingehen. Das sind nämlich kleine Helferleine, die im Verdauungstrakt mithelfen, dass einfach alles ein bisschen besser funktioniert. Auch dazu nochmal kurz der Hinweis auf das Video, was ich vor längerer Zeit schon hochgeladen habe zum Thema. Darunter fallen zum Beispiel auch Milchsäurebakterien, die man ja zum Beispiel im Kefir findet oder im Joghurt, aber eben auch in fermentierten Lebensmitteln wie Kimchi, Sauerkraut. Auch das könnt ihr natürlich mehr in euren Alltag einbauen und dadurch eurer Verdauung so einen kleinen Schub geben. Als vorletzten Punkt, den ich vorhin schon als Problempunkt genannt habe, ist Stress. Und wie nimmt man den Stress jetzt weg? Natürlich, das ist eine gesamte Lebensumstellung. Aber vor allen Dingen, was auch wichtig ist, ist, dass beim Gang aufs Klo in dem ganzen Prozess kein Stress noch zusätzlich entsteht. Das heißt, ihr solltet nicht zwischen Tür und Angel nochmal sagen, hey, jetzt muss ich mal kurz, hab jetzt 2 Sekunden Zeit, jetzt muss es losgehen. Nein, nehmt euch wirklich eine Routine auch davor, dass ihr sagt, ich habe morgens immer extra noch ein bisschen Zeit eingeplant, wo ich einfach für mich an einen Ort, ein stilles Örtchen, wir kennen es alle, gehen kann, was ich auch schön finde, was nicht irgendwie schmuddelig eklig ist, sondern wo ich mich einfach in Anführungsstrichen fallen lassen kann und mir auch Zeit einräume, ganz in Ruhe für mich und meinen Verdauungsprozess sein darf. Und viele Menschen sagen, ihnen hilft es am besten, wenn sie eine Kleinigkeit vorgegessen haben, das Ganze verarbeiten können und dann zum Toilettenprozess übergehen dürfen. Das müsst ihr ein bisschen für euch sehen, aber auf jeden Fall ist es so, dass eine Routine auch beim morgendlichen Stuhlgang Wunder bewirken kann. Letzter Punkt, immer noch auf der Toilette, immer noch das Thema. Wir Menschen haben natürlich vor allen Dingen in der westlichen Welt gelernt, man sitzt auf dem Klo. Und man sitzt auf dem Klo so, wie man eben auf dem Stuhl sitzt. Aber eigentlich wird der Prozess des Ausscheidens dadurch eher verhindert und eher erschwert für unseren Körper. Auch das Vorbeugen, was viele Leute dann machen, um den Stuhlgang eher zu verbessern, mit dem Oberkörper nach vorne gehen, fördert das Ganze nicht, sondern stoppt eher genau diesen Prozess oder hindert, dass unser Verdauungstrakt das Ganze natürlich ausscheiden kann. Von den Asiaten gesehen ist die ganze Position im Stuhlgang eine andere. Da befinden wir uns eher im Squat. Alle, die schon mal in Asien im Urlaub waren, wissen, es gibt da Stehtoiletten, die wir Europäer ganz komisch finden und ganz furchtbar und uns nicht vorstellen können. Aber es ist eigentlich die natürlichste Weise, aufs Klo zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich möchte, dass ihr alle ein Stehklo einbaut und irgendwie nur ein Loch in den Boden oder so und eure Toilette verteufeln. Nein, das heißt aber vielleicht, dass ihr einen kleinen Hocker in eure Toilette stellen könnt. Egal was für ein Hocker, es kann aber auch irgendeine andere Erhöhung sein, um die Knie eben weiter Richtung Brust zu bekommen. Das heißt nicht, dass ihr eure Knie direkt an die Brust drücken könnt oder solltet, sondern eine leichte Erhöhung der Knie, um eine natürlichere Sitzposition einnehmen zu können, hilft auch wirklich sehr. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen kleinen Einblicken in unsere Verdauung und vor allen Dingen in den Stuhlgang über Themen ein bisschen aufklären, über die man sonst ungern redet, aber die einfach zu uns Menschen dazugehört und vor allen Dingen, die unsere Gesundheit widerspiegeln.
Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei eurer Gesundheit und schaut auf jeden Fall auf Bodyfood, meinem Kochkanal, heute vorbei, weil dort habe ich für euch ja den gesunden Verdauungs-Frühstücks-Puddingskuchen. Ciao!